Wunderschönen guten Abend. Bei mir ist zumindest jetzt Abend oder wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video und zwar mit diesem Weg des Champs Pin Collections, die wir heute öffnen werden. Drei Pin Collections. Drei wunderschöne Orden, drei Booster pro Collection. Das heißt, neun Booster Weg des Champs und diese Verpackungen sind eigentlich so schön, dass es mir leid tut, die jetzt so aufzureißen. Aber ich glaube, ich kriege die jetzt nicht so schnell so harmlos auf, dass ich die noch aufheben kann. Einmal. Dieses wunderschöne Promokamal und dieser wunderschöne Orden. Bin so dumm. Das erste Mal, dass ich sowas aufmache, deswegen wusste ich nicht, wo der Code ist. Da ist der Code. Dieser wunderschöne Kilten Orden mit dem wunderschönen Kamal hier, das natürlich gesleeved wird. Und dreimal Gardevoir Booster. Weiter geht's mit dem Turfield Steyan Orden des guten Yarrow. Der irgendwie einen viel zu kleinen Kopf für seinen muskulösen Körper. Und zwar ein Kotomi. Promo Kotomi. Und einen Turfield Orden. Wieder ein Gardevoir. Aber dafür zweimal. Ich hätte beinahe gesagt, Barakiefer. Fällt mir der Name nicht mehr ein. Oh nein! Barikadax. Spricht Barikadax? Barikadax? Bin gerade komplett uff. Ja. Und genau so geht's jetzt weiter mit der Engine City Pin Collection. Oh, ist das peinlich. Da steht, denke ich, drauf. Liest das irgendjemand? Ich glaube, das liest keiner. Was der gute Kabu da so erzählt. Auf jeden Fall ein Inferno-Putz. Und der Engine City Orden. Pokusan. Kamalm und Gardevoir. Uff, wie sieht das hier eigentlich aus? Nimmst du noch auf? Das wird jetzt hier. Es wird jetzt hier. Kleines Battle der Arenen. Damit das hier nicht so in Bewegung geht, legen wir die beiseite. Und ich lege diese Orden hier hin. Und es fängt an. Die Kilton Arena. Mit einem Gardevoir Booster. Barikadax. Barikadax. Ich sage mal dazu Barakiefer. Aber erstmal ein Upside Down Code. Und einer Pflanzenenergie in der Wasserarena. Nicht die beste Wahl. Also für die Arena nicht die beste Wahl. Für den Herausforderer natürlich. Cleopatra, ein Ness, Rüpel von Team Yell, Iskala, Brimova, Kokuna, Wuffles,
Vulpix, Primova Reverse und ein Celebrimb. Ja, mit einer Holo hier. Die, ja, Hashtag immer in der Holo. Kielten muss aufholen. Also Kielten muss nicht aufholen, Kielten muss vorlegen. Kampfenergie, Rotomblatt, Hypertrank, Tohaido, Klonkett, Kanivana, Trank, Wuffles, Hornliu, Wuffles Reverse und Seelenbrem. Déjà vu. Okay. Und jetzt predikte ich hier ein Seelenbrem Holo. Oh mein Gott. Upside Down Code. Und es geht weiter mit einer Unlichtenergie. Machoke, Bibor, Arfok, Galagieradax, kein Barakiefer und kein Barikadax, Kanivana, ein Wablu, Thermopod, Honio, Rüpel von Timiel und eine Goldkarte! Verdächtige Konserve. Die Karte ist. Die Karte ist. Die Goldkarte. Die einzige. Einzige Goldkarte. Mit dieser wunderschönen Psycho-lila Konserve. Okay, Kielten. Sieht man das? Man sieht es. Puh, Goldkarte. Ja. Yaru, oh ja, 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 Yaru. Turfield, Yaru, kannst du aufholen? Goldkarte. Da kommt der Goldfinger zurück. Goldfinger in den nicht vorhandenen Chat, bitte, danke. Hier auf den Upside-Down-Code. Und eine Elektroenergie. Leopada, Betis, Ness, Wablu, Vulpix, Unratütox, Klonkett, Galatzikzax, Carbo in Reverse und ein Altaria in Holo. Also ich überlege gerade, wie jetzt gute Turfield Stadion das hier noch aufholen könnte. Gleichziehen mit einer Goldkarte oder Rainbow Glurak, Shiny Glurak. Ich glaube, Kielten hat gewonnen. Kampfenergie, Sanya, Kabu, Betis, Thermopod, Galatzikzax, Zurukix, Wuffles, Vulpix, Kokuna in Reverse und ein Infernopod Holo. Yaro gibt dein Bestes. Puh. Wasserenergie in der Pflanzenarena. Verdächtige Konserve. Calamanero, Superball, Galatzikzax, Zurugex, Wuffles, Vulpix, Galageradax, Trank in Reverse und ein Infernopod Holo. Also Turfield ist eindeutig raus. Kann's Kabu jetzt noch rausreißen? Wir werden sehen nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Werbung! Einzige Werbung, die es hier gibt, ist für die Card Buddies, bei denen ich diese Sachen gekauft habe, die aber wahrscheinlich schon ausverkauft sind. Aber die haben noch viele andere wunderschöne Sachen im Shop. Also reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Eine Elektroenergie. Kleopatra. Betis. Ness. Unra Tytox. Klonke. Galatzikzax. Hornio. Fililu. Kleptifox in Reverse. Und Mary in Holo. Kann Kabu das noch schlagen? Das wird jetzt schwierig. Eigentlich kann das jetzt ja nicht so. Eieiei. Upside Down Code. Sehen wir, was das so bringt. Eine Kampfenergie. Das Turfield Stadium, das abgelost hat hier. Bibor, Superball, Wablu, Vulpix, Unra Tytox, Klonket, Galatzikzax, Wuffles in Reverse und Forschung des Professors in Holo. Last Pack Magic für Kabu. Ich weiß nicht. Könnt ihr jetzt natürlich gleich ziehen. Mit einer verdächtigen Konserve in Gold, aber. Auf jeden Fall eine Faustenergie. Ein Hopp, immer noch nicht in Vollart. Brimano. Sanya. Wuffles. Vulpix, Trunk, Hyperheiler, Klonket, Galabarikadax und ein Wailord in V. Wailord. Aber eigentlich auch ein sehr schönes Artwork. Aber es wäre jetzt ja eher so Wasser hier und das. Aber eindeutig gewonnen hat die Kilden Arena mit einer wunderschönen Goldkarte. Die ist aber echt schön. Ansonsten Holo. Und ein Wailord in V. In Engine City. Also ein Turfield ist raus. Aber ich muss sagen, ja, 9 Booster, eine V und eine Goldkarte. Ich beschwere mich jetzt hier auch nicht, weil ich auch eigentlich gar nicht weiß, was so die Pullrate so richtig mit den Hits hier ist. Aber ich freue mich über diese Goldkarte wahnsinnig. Ich liebe Goldkarten. Oh, okay. Platz 2 geht hier an Engine City. Und Platz 1 belegt Kielten. Herzlichen Glückwunsch an Kielten. Grüße gehen raus. Hall. Natürlich, ups. Damit würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne auch ein Abo. Falls ihr so bekloppte Sachen nicht verpassen wollt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video und sage noch einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen. Je nachdem, wie spät es bei euch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.